Schönen guten Tag, zurück bei Lords of the Fallen. Alter, ich bin so am... Ich hasse alles, Alter. Das ist doch der letzte Scheiß hier. So, dann probiert nochmal, ne? So lächerlich, Alter. Ich bin hässlich und stinke. Ganz ehrlich, ohne Spaß. Das war jetzt auf Hardys Art zu sagen. Ey, das ist so geil, wie man da nichts machen kann. Und gestunt. Na klar, ich bin gestunt wieder mal. Aber er hat mich aber nicht geschlagen, warum nicht immer. Ja. Ja, ist ja gut jetzt. So, erster Trank weg. Jetzt kommen die Dornen. Jetzt macht er seinen Scheiß hier. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Muss weg. Ich muss weg. Alter, ihr Mistgestalten, ich bin so auf die Eier. Dorn, Dorn. Alter, hat mir voll der Mitte gegeben. Schlag doch zu! Wow, scheiße. Nein, geh hoch! Alter, ich war doch... Mann, ich war doch aber oben, ey. Das kann doch halt nicht sein. Mann, ey. Leck mich am Arsch. Wo sind meine Erfahrungspunkte? Dieser Wichser, Alter. Fokussieren! Vergessen Anfänger oft! Fokussieren wir für Anfänger oft vergessen. Also ich glaube, man muss wirklich ihm einfach immer nur einen Schlag geben. Jetzt kommt Dorn. Kann man ihm mal zwei Schläge geben? Na komm schon. Oh ey, der juckt die Nase immer.
Schädel werfen. Schädel werfen. Ein sehr langatmiger Kampf. Ja. Ich habe es gemerkt, es war ein Fehler. Aber ich muss einfach aufpassen mit den Tränken und so, weil davon haben wir ja nun am Ende nicht so viel. Ja, ich bin instant. Aber den Fehler kann man immer machen. Okay, also sieht bis jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Dornen! Oh, jetzt sind... ey. Alter, macht er seinen Scheiß jetzt? Ja. Renn doch! Mann, ich... oh, Alter, hab ich Schweine gehabt gerade. Das war gerade mehr als Schwein, das war Shitluck auf Doom, Alter. Hat der gerade HP regeneriert? Wow, ist ja gut, Mann. Oh nein, oh nein. Das ist ja gerade schon lange Stunt, muss ich mal sagen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur rennen und rennen und rennen. Der macht da jetzt eigentlich Dorn, oder? Ja, er macht Dorn. Nein, ich stehe noch neben ihm. Jetzt macht den doch mal Schaden, Mann. Dann jetzt. Oh nein, er haut noch mehr. Ernsthaft? Dorn. Dorn. Jetzt. Oh, Alter. Wie er ganz läscher läuft und einen Trank nimmt, Alter. Komm schon. Do it again, Alter. Lächer laufen und einen Trank nehmen, Alter. Komm schon, schlag nach mir. Komm schon, schlag nach mir. Ey, ich bin doch außer Reichweite, Mensch. Ja, ich hab ihn natürlich nicht geschlagen. Warum sollte ich ihn noch schlagen? Ist ja völliger Blödsinn. Dornen. Dornen.
Scheiße, ich muss hier weg. Nein! Oh. Alter, die haben mich geschubst. Ey. Ey. Was ist denn bitte? Jetzt juckt das auch alles bei mir in der Sicht. Das ist ganz schlimm. Jetzt sind natürlich wieder seine Freunde da. Ey. Das ist doch... Ganz ehrlich, das ist das unfairste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das ist schlimmer als Tetris. Dieser Motherfucker, Alter. Ich habe gerade einen Puls von 8.300.357. Die Kamera ist irgendwie unscharf, aber ist mir jetzt egal. Die hat nämlich Autofokus und manchmal spinnt die total rum. Lego Mio. Ich bin fast tot. Das ist saugeil gerade. Atme mal tief durch, mein Freund. Atme mal ganz tief durch. Alter, fuck you, ey. Kann ich jetzt hier eigentlich schon was Neues machen? Ich bin doch hier aber schon Level 20. Hier steht, erst mit Level 12. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Oder brauche ich 12 Zauberpunkte? Wäre aber schon heftig, brauche ich bestimmt nicht. So, Stärke natürlich wieder hoch. Dann brauchen wir mal irgendwas, was unsere Verteidigung oder so. Gibt es sowas? Achso, Ausrüstwert? Glaube. Erhöht die Menge magischer Energie. Brauche ich nicht. Vitalität auf jeden Fall. Alter. Das war krank. So, mein Freund. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Ja. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus. Ach nee. Ich konnte sie nicht abschrecken. War nicht gefährlich. Hab schon Schlimmeres mit dir gemacht. Nun sieh einer an, was die Katze da wieder angeschleppt hat. Kassler, das ist Jedka. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Harkin. Wie ich sehe, hast du einen Mönch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Du hast doch hier was vor. Jedka, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten. Und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Was ist auf der anderen Seite der Wegpforte? Sie trennt unsere Welt vom Reich der Roga. Die Pforte führt zu einem verlassenen Tempel, der einst den Menschen gehörte. Die Roga greifen von dort aus an. Antanas befahl mir, mich dorthin zu begeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihre Invasion aufzuhalten. Wie soll uns das zu Antanas führen? Das wird es nicht. Noch nicht. Als erstes müssen wir das Gebiet sichern. Und mit wir meine ich dich. Mit diesen Verletzungen wäre ich eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich arbeite sowieso besser alleine. Betritt jetzt die Wegpforte, Harkin.
Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Ja, ja, warum nicht, ne? Zerstöre das Tor der Herrscher. Harkin, worauf warten wir noch? Ja, los, lass uns gehen. Klar, lass uns einfach gehen. Wird schon nichts passieren, Schlimmes. Ach, was kann denn schon passieren? Ich meine, wir gehen in diese Welt, wo diese verkackten Viecher leben. Und laufen da so ein bisschen rum. Kann nichts passieren. Unglaublich. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Sie wirkt vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Errungenschaft, hier sind die wahren Herrscher. So. Haben wir jetzt irgendeine krasse... Warum ist denn das? Warum wird denn das Schwert hier immer stärker? Verstehe ich nicht. Das hat jetzt schon 55 Stärke. Das hat jetzt 37 Stärke. Muss ich dahinter steigen? Ich peile das gerade nicht so richtig, warum das stärker wird. Questgegenstände. 5 Schädel habe ich eingesammelt. Mal sehen, was die mir bringen sollen. Na dann. Ganz schön kalt hier. So ein bisschen. Ah. Hässliche Fresse. Er nahm sein bleiernes Schwert. Hässliche Fresse. Hand. Kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen. Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und ich mich vor deinen. Das ist total verrückt. So oder anders. Es macht keinen großen Unterschied. Was machst du hier? Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Was meinst du? Es kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen, kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Was suchst du für einen Schatz? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stark genug, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Nimm ihn an dich. Und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Okay, bist du ein Schmied? Diese ganzen Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht, ja. Ja, das könnte man so sagen. Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest nicht bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean.
zeig mir eine deiner Runen. Ah. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Hier brichst du versiegelte Runen. Du kannst die Art der versiegelten Runen mit der Maus auswählen. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, kannst du mit F Erfahrung setzen. Um deine Chance auf höherwertige Runen. Ach so, ach du Scheiße. Sobald du mit deiner Auswahl zufrieden bist, kannst du die versiegelten Runen öffnen, indem du linke Maustaste. So. Ich habe jetzt hier eine. Achso. Die Runen, die du durch Brechen ihrer Siegel erhältst, werden hier angezeigt und das ist quasi die Detailinformation. Okay. Space, ja. Zurück. So, große Rune. Eine Magierrune. Eine Kraftrune. Bam, bam, bam. So, jetzt habe ich hier physikalischer Widerstand plus 18 auf einer Rüstung. Alter! Das ist natürlich ein bisschen krass. Das heißt, ich kann jetzt quasi diese Runen... Kann ich die auch versetzen? Habe ich einen Runenplatz hier irgendwo? Nee. Hier ist noch ein leerer Sockel. Ich kann jetzt die Rune darauf setzen. Hä? Was sagen die Runen, wenn sie zu dir sprechen? Runen ausrüsten. Also, der... die Waffe hier hat, das hat und das so. Mein Schild hat auch einen Runensockel. Da will ich jetzt Ruf machen. Plus 6%... Minus 6% Energieverlust beim Blocken. So, hab ich jetzt Ruf gemacht, oder was? Sockel auswählen, hat er bloß ihn. Rune entfernen? Habe ich jetzt... Ja, da ist jetzt eine Rune drauf. So. Dann auf die Rüssi. Da hauen wir natürlich auch noch eine Rune drauf. Und zwar haben wir ja gesagt, die große hier. Wo ist die hin? Da. Physischer Widerstand plus 18 ist ja saugeil. Und Balance beim Blocken. Ach so. Also man kann die quasi einfach entfernen, da passiert dann nichts. Also ich habe jetzt hier mehr Widerstand. Zurück. Dann haben wir hier noch... Hauen wir einfach alle drauf erstmal. Feuerrune. Bonus bei Feuerwiderstand. Obwohl hier ist ja zusätzliche Ausrüstungskapazitäten plus 4. Und Feuerschaden kann ich da. Das ist natürlich was Geiles, aber das Problem ist... dass ja nur dieses Schwert hier und dieser Hammer quasi sind. Aber ihr könnt ja trotzdem hier mal Feuerschaden aufmachen. Einfach nur so. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder beim Schmied. Bis dann und ciao. Yeah.